Ab Januar soll das Hartz-IV-System Geschichte sein, dann kommt das Bürgergeld. Neben dem neuen Namen gibt es noch weitere Änderungen. Zum 1. Januar soll der Regelsatz von derzeit 449 Euro auf 502 Euro steigen. Die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geplante Vertrauenszeit ohne Sanktionen ist vom Tisch. Sie sollen umfassend vom ersten Tag an möglich sein, wenn Betroffene etwa eine zumutbare Stelle nicht antreten. Leistungen können dann beim ersten Mal um 10% gekürzt werden, bei einer weiteren Pflichtverletzung binnen eines Jahres um 20% und bei einem nochmaligen Verstoß um 30%. Geschont werden Vermögensreserven der Bezieherinnen und Bezieher nur noch im ersten Jahr. Das sogenannte Schonvermögen darf nur noch 40.000 Euro betragen, jedes weitere Haushaltsmitglied darf 15.000 Euro besitzen. Analog gilt dies für die Angemessenheit der Wohnung. Nun wird nur noch ein Jahr lang bei der Unterkunft der Bedarf in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt. Danach muss die Unterkunft angemessen sein. Schüler aus armen Familien sollen ihr Einkommen künftig komplett behalten können. Auch für andere Leistungsbezieher wird der Freibetrag erhöht.